Hallo Wolfgang, schön bist du da. Danke für das Gespräch. Gerne. Wolfgang, du bist von zu Hause aus Physiker und hast dich viele, viele Jahre, Jahrzehnte mit der menschlichen Bewegung, mit der Biomechanik auseinandergesetzt, insbesondere mit dem differenziellen Lernen. So haben wir uns ja kennengelernt. Jetzt erklär mir doch nochmal bitte, was das ist, das differenzielle Lernen und wo es heute steht. Ja, das differenzielle Lernen vereinfacht ist eigentlich die Erkenntnis, dass wir nicht aus Wiederholung, sondern dass wir nur durch Differenzen lernen. Das heißt, wenn zwei aufeinanderfolgende Bewegungen Unterschiede aufweisen, dann nutzt unser Gehirn den Unterschied, die Differenz zwischen diesen beiden Bewegungen, um zusätzliche Informationen zu holen. Das war die ursprüngliche Idee. Und mittlerweile haben wir das soweit erweitern können, dass wir die Gehirnreaktion darauf erkennen, nämlich dass durch dieses ständige Ändern und nicht wiederholen unser Gehirn in einen Zustand versetzt wird, der eigentlich optimal fürs Gehirn ist. Also sprich, das Gehirn produziert dann die tieferen Frequenzen, die Alpha- und die Theta-Frequenzen. Und das sind genau die Frequenzen, die wir brauchen und die kleine Kinder vor dem Alter von 5 Jahren nutzen, um optimal zu lernen. Und du hast das ja im Fußball und beim Schönschreiben der Kinder nachgewiesen, wissenschaftlich erforscht. Und für die Therapeuten, die ja oft die Tendenz haben, immer die gleichen Bewegungen zu wiederholen, hat das schon richtig Konsequenzen. Ja, das hat ganz massive Konsequenzen. Was unsere bisherige Vorstellung war, dass es ein Ideal gibt und das Ideal, ja, weiß der Patient nicht. Also muss der Therapeut dem Patienten das Ideal zeigen und dann auch noch nur durch Wiederholung. Und was sich dann historisch einfach herausstellt, ist, dass diese Methode eigentlich wenig mit Pädagogik zu tun hat, sondern das stammt aus Militärerziehung, aus Kircheerziehung, wo es um Wiederholung, um Gehorsamserziehung ging, aber nicht um das Lernen. Das Lernen, das hatte ich jetzt auch erst vor kurzem erfahren, ist ursprünglich aus dem Griechischen, aus der Pädagogik, Ped, das andere ist Andragogik, dass die Pädagogik von Anfang an auf das Eruieren, auf das Erforschen, auf das Selbstausprobieren aus war. Und interessanterweise auch die Bezeichnung der Anstalten, wo man sowas lernt. Schule, der Begriff kommt aus dem Griechischen, Skole. Und Skole war im Ursprung, bedeutete Spaß, Freizeit, Erlebnis. Und das hat sich mittlerweile ganz massiv geändert. Leider hat es dann die Therapie auch übernommen, aber auch da gibt es inzwischen, glaube ich, massives Umdenken, dass mit viel Variation dort eigentlich wesentlich mehr Erfolg erzielt wird. Und vor allem im Alter, und das hängt massiv damit zusammen, dass sich einfach der Körper ändert. Bei Jugendlichen gesteht man es denen zu, dann weiß man, okay, der Körper wächst innerhalb von einem Jahr bis zu 10 Zentimeter, was die ganze Biomechanik verändert. Was ähnliches passiert aber im Alter dann auf neuronaler Ebene, und das heißt eigentlich auch gerade im Alter, müsste man wesentlich mehr variieren, um mit den Änderungen des Körpers Schritt zu halten. Und das, also das hat schon massive Konsequenzen. Ja, so, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein möglichst starker Variantenreichtum in einem definierten Zielbereich. Es ist ja nicht wahllos, dass man irgendetwas macht. Ja, vollkommen richtig. Das sollte schon in einem Zielbereich liegen. Aber was wir inzwischen auch wissen, und das sind wir gerade am Entwickeln mit Landsmännern von dir, nämlich mit dem Action-Type-System, dass die Variationen schon individuell abzustimmen sind. Und vor allen Dingen, was jetzt die ganz neue ist, und das ist schon fast die Brücke zum nächsten Thema, dass das Ganze sich situativ ändert. Also je nach Emotion, je nach Müdigkeitsgrad, muss man unterschiedlich stark variieren. Und das Ganze hängt auch noch vom Persönlichkeitstypus ab. So weit sind wir eigentlich inzwischen schon. Und du hast ja das, du misst das ja dann alles. Und du hast mir mal gesagt, dass wenn ein Mensch über die Fußdruckmessplatte laufen würde, dass du, ist dein System einmal geeicht, dass du erkennen kannst, ob er im Kopfhörer klassische oder Rockmusik hört. Also so weit ist ja schon, dass man diese individuelle und das Situative, dass man das messen kann. Ja, also auch das ist individuell.
Das ist nicht, dass bei jedem so quasi Rockmusik und klassische Musik das Gleiche auslöst, sondern wir wissen einfach nur, dass Musik massiv den Gang ändert. Also wir können das ganz klar trennen, ob jemand mit oder ohne Musik geht. Und das Gleiche dann im Prinzip auch mit Emotionen, ob jemand erregt ist, ob jemand traurig ist. Und was wir inzwischen auch haben, ist, je nach Müdigkeitsgrad ändert sich das Gangmuster. Und nachdem ja Gangmuster schon eine Bewegung ist, die wir mehrere Millionen Mal wiederholen, wundert es dann schon, dass man immer noch so quasi ein Ideal hat und dann auch so quasi dieses Ideal versucht zu wiederholen. Wir sehen das beim Gehen, dass sich innerhalb von einer halben Stunde schon das Gangmuster bis zu 90% verändert. Und wenn sich das ständig ändert und niemals wiederkehrt, dann sollte man schon drüber nachdenken, wozu man eigentlich wiederholt. Mhm. Und da kommt der Wiederholung eine ganz andere Bedeutung zu. Und die Bedeutung liegt eher so quasi im psychischen Bereich, nämlich die Frage nach Sicherheit. Wiederholung gibt einfach Sicherheit, das ist auch in Ordnung, aber es hat nichts mit Lernen zu tun. Mhm. Spannendes Thema, Wolfgang. Jetzt wechseln wir das Thema. Du hast ja ein neues Tätigkeitsfeld entdeckt und hast gewechselt ja von der Biomechanik des Menschen, ich sage jetzt mal zur Biomechanik oder zur Mechanik der Himmelskörper. Du interessierst dich für Astrophysik und die Zusammenhänge mit der Geophysik. Bevor du uns erklärst, was das genau ist, sag mal, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Ja, das hört sich an wie ein Themenwechsel, ist eigentlich keiner, sondern es ist nur eine konsequente Weiterführung von dem, was ich gerade schon angedeutet habe. Also wir können Personen, wie du richtig gesagt hast, im Prinzip anhand eines Fußabdrucks können wir zu 100% erkennen. Das ist inzwischen weiterentwickelt. Das kann man mit Kameras machen, das kann man inzwischen auch mit Sensoren machen, die man auf dem Handy trägt. Es ist hochgradig individuell. Also jede Bewegung ist so wie ein Fingerabdruck. Die Bewegung, ja, und nicht nur wie ein Fingerabdruck, sondern wir können ja, wie du schon gesagt hast, die Emotionen daraus erkennen, Müdigkeitsgrad und Musik, was das Ganze dynamischer macht. So, und das Ganze heißt dann für uns, es ist nicht nur individuell, sondern es ist auch noch situativ. So, und dann guckt man einfach, wo gibt es Modelle, die so etwas Ähnliches liefern. Und das gibt es aus der Antike schon, solche Modelle. Und diese Modelle, die gucken danach, welche Einflüsse noch zusätzlich auf uns reinkommen, die sowas beeinflussen können. Also die Frage war im Prinzip, was kann uns Menschen noch weiter beeinflussen, was uns in Richtung von Situativität und dann auch Individualität bringt. Und nachdem ich da einfach in der Physik mich rumgehört habe, vor allem in der Biophysik, ganz wichtig, dort gibt es schon massiv Hinweise, dass dort eine Interaktion stattfindet. Und die hat entfernt wieder mit differenziellem Lernen zu tun, weil differenzielles Lernen eigentlich davon ausgeht, dass es um eine Abstimmung von zwei verrauschten Signalen geht. Also das eine Rauschen kommt durch die Bewegung. Wenn ich mehrere Bewegungen wiederhole, dann habe ich dort ein Rauschen drin. Und jetzt muss ich als Therapeut von außen eine Bewegungsauswahl treffen, die sich dem Rauschen des Patienten oder Athleten anpasst. So, und jetzt geht es im Prinzip darum, was für ein Rauschen zeigt das Signal des Patienten. Und das kann man entweder an der Bewegung machen oder man kann es auch, und da gibt es aus der Physik einen Satz von Token, ich muss nur ein System präzise und lang genug messen, dann kriege ich aus jedem Signal die Information über das gesamte System. Und dann geht es im Prinzip nicht mehr nur um Bewegung, sondern dann kann man es auch aus dem Gehirn, aus den Gehirnsignalen oder aus dem Herzsignal entsprechend ableiten und gucken, wie diese schwanken. So, und wenn man dort im Prinzip weiterforscht, dann findet man ganz schnell, dass beides, Gehirn und Herz, physikalische Signale absenden, die in Interaktion mit Erdsignalen stehen. Und die Erdsignale... Vielleicht noch ein klein, erinnert mich das. Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit Herzfrequenzvariabilität auseinandergesetzt. Und da ist ja auch so, dass man diesen regelmäßigen Herzrhythmus wird überlagert von mindestens 5 anderen Biorhythmen,
Also wir haben da den Atemrhythmus, den kennt jeder, aber wir haben auch den Blutdruckrhythmus, den Kapillarrhythmus. Und wir haben am Schluss eben dann diese Überlagung all dieser verschiedenen Rhythmen, die man in einem Signal, in dem Herzsignal eben dann messen kann, wenn man die nötigen Tools hat. Und wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, dass man jetzt auch im menschlichen Gehirn und im menschlichen Herz, wenn man das genau genug misst, eben noch mehr als rein die menschlichen, vom menschlichen Körper ausgehenden Signale messen kann. Ist das richtig? Ja, also da will ich jetzt nicht zu weit meinem Vortrag vorgreifen. Da gibt es eine Gruppe in Litauen, die arbeitet genau mit denen zusammen, die Herzfrequenzvariabilität so quasi ins Leben gerufen haben. Das ist die Heart-Math-Gruppe aus San Francisco, und mit dem Rollin McGrady arbeiten wir auch zusammen. Und genau die untersuchen die Interaktion von Herzfrequenzvariabilität und Erdmagnetfeldschwankungen. Mhm. Und genau diese Signale, die zeigen ja im Prinzip eine hohe Korrelation. Und wenn man dann so quasi weitergeht, wie wird das Erdmagnetfeld beeinflusst, dann kommt man relativ schnell auf die Astrophysik. Also das heißt, wir haben hier ein neues Gebiet. Ich habe das noch von niemandem gehört. Du bist ja ein richtiger Pionier, Wolfgang, von der, ich sage jetzt mal, der menschlichen Gesundheit und dem menschlichen Organismen mit seinen Rhythmen und messbaren Signalen in Kombination eben mit der Geophysik, was in dem Erdmagnetfeld passiert und was sonst noch so drumherum passiert. Was dürfen die Teilnehmer, wenn sie am 13. November dann dein Referat hören, was erwartet sie da? Jetzt aus der Franzeller Sicht würde ich sagen, die Schwankungen im kognitiven Bereich waren vermutlich etwas größer. Es könnte zu Instabilitäten führen, und ich vermute mal, die Instabilitäten sind gut, weil sie nämlich dann erleichtern, in einen neuen Zustand zu kommen. Und ich würde sagen, insgesamt ein sehr altes Wissen wird nochmal etwas anders angeschaut, aus einem anderen Blickwinkel. Und insgesamt geht es eigentlich um meine generelle, sehr holistische Denkweise. Mhm. Es ist nicht alles nur hier auf der Erde, und es ist nicht nur ich denke, also bin ich, sondern es ist weit mehr. Also ich denke, es gibt eine Horizonterweiterung. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, als ich das erste Mal mit der Spiraldynamik in Kontakt gekommen bin mit dir und dem differenziellen Lernen. Also da waren wir auch schon, wir haben ja mit der Spirale eine Idealnorm in Ergänzung zur Durchschnittsnorm. Und dann haben wir den Fehler gemacht, dass wir diese Idealnorm zu einer Idealbewegung ein bisschen stilisiert haben, oder? Und durch deine Arbeit haben wir dann gesehen, dass wir eben diesen Weg auf differenzielle Art und Weise eben gehen können. Und das hat unsere Arbeit extrem bereichert. Und wenn jetzt wieder so eine, ich sag mal, kognitive Instabilität bevorsteht, ich bin sicher, die wird uns sehr, sehr bereichern. Und ich freue mich ausgesprochen auf deinen Vortrag, Wolfgang. Ja, danke. Ja, danke für das Gespräch. Gerne.